Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie einige von euch schon wissen, möchte ich eine 6-monatige No-Buy-Challenge machen. Das heißt grob gesagt, dass ich 6 Monate lang keine Gegenstände wie Kleidung oder Bücher, Deko und so weiter kaufen möchte. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr gerne mitmachen. Bei der No-Buy-Challenge geht es einfach darum, dass man sich seinem Konsum bewusst wird und dass man überlegt, ob man Dinge nicht nur kauft, weil es gerade ein Impulskauf ist, weil man sich gerade belohnen will, weil man einen schlechten Tag hatte oder weil es einfach ein Spontankauf war, und dass man sich dessen einfach bewusst wird und länger überlegt, ob man die Dinge wirklich braucht oder ob es einfach aus einem Gefühl heraus entstanden ist. Ich möchte euch im heutigen Video so ein bisschen meine Hintergründe erklären, warum ich das Ganze mache und welche Regeln ich für meine No-Buy-Challenge gesetzt habe. Denn ich habe mir im Vorfeld auch ein paar No-Buy-Videos angeschaut von anderen YouTuberInnen und da ein bisschen drauf geachtet, was haben die so gemacht und welche Regeln hatten die so. Man muss oder man sollte vorher Regeln für sich festlegen, weil ganz ohne Regeln geht es auch einfach nicht. Bei mir liegt das Problem hauptsächlich bei Kleidung und ich kaufe schon lange so gut wie keine Fast Fashion mehr, aber doch sehr viel Secondhand, und ich liebe Secondhand einkaufen über alles, und das ist einfach wie eine kleine Schatzsuche und ich komme da fast nicht drum herum, dass ich irgendwas Secondhand regelmäßig kaufe. Und das ist so mein Problem, ich möchte einfach daran arbeiten. Es ist natürlich kein Problem, falls ihr gerne einkauft und euch das Thema Minimalismus oder so nicht interessiert, dann no front. Also ich will keinen irgendwie damit auf die Füße treten. Jeder soll das machen, was er für richtig hält, und ich möchte das aber einfach mal ausprobieren. Schreibt mir mal gern in die Kommentare, was euch am schwersten fallen würde, nicht zu kaufen. Bei mir ist es eben definitiv die Kleidung, aber ich bin gespannt, was es bei euch wäre. Beginnen wir also mit den Regeln, die ich für mich festgelegt habe. Welche Dinge darf ich kaufen? Ich darf Lebensmittel kaufen, ich darf Kosmetik kaufen, sobald etwas leer ist und wenn ich es nicht gerade doppelt besitze, also wenn ich 2 Handcremen habe und eine davon leer wird, dann darf ich noch keine neue kaufen, sondern erst wenn beide leer sind. Ich darf Arbeitsmaterialien kaufen, ich darf Geschenke kaufen, ich darf Medikamente kaufen, wenn sie leer sind, und ich darf Dinge kaufen, die kaputt werden oder die mir auch irgendwie nicht mehr passen. Und auch hier gilt die Regel, dass ich es nur kaufen darf, wenn ich es nicht schon doppelt besitze. Sprich, wenn ich 2 weiße T-Shirts habe und eines davon wird kaputt, darf ich mir noch kein neues kaufen. Es gibt auch die eine oder andere Ausnahme. Das eine ist bei mir berufsbedingt, wenn ich eine Kooperation habe und da Produkte zur Verfügung gestellt bekomme, dann zählen die nicht zu den Dingen, die ich kaufe, sondern das sind dann quasi Arbeitsmaterialien. Ich habe im Schnitt so derzeit eine Kooperation pro Monat. Meistens sind das irgendwelche Produkte, zumindest war es bis jetzt immer so, aber natürlich auch immer ausgewählte Produkte, und die ich auch brauche, weil im Endeffekt muss ich auch das versteuern, also auch Produkte, die ich zur Verfügung gestellt bekomme, und da wäre es sinnlos, wenn ich irgendwas annehme, was mir nicht gefällt und was ich nicht brauchen kann. Die nächste Ausnahme ist eine passende Jeans. Ich bin recht groß und tue mir sehr schwer damit, dass ich eine passende Hose anfinde. Und falls der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass ich eine passende Jeans anfinde, dann darf ich sie kaufen. Und die dritte Ausnahme ist ein Kleid für eine Hochzeit, denn ich bin im Sommer bei einer meiner besten Freundinnen zur Hochzeit eingeladen. Und da möchte ich mir einfach ein schönes Kleid kaufen, was ich aber natürlich nicht nur für diese Hochzeit dann verwende, sondern prinzipiell für schickere Anlässe. Also das ist so das Ziel. Eventuell könnte ich mir das auch ausborgen, aber da muss ich mich noch informieren. Und das ist aber trotzdem meine Ausnahme. Ich weiß, dass ich natürlich auch etwas nehmen könnte, das ich zu Hause habe, aber meiner Meinung nach habe ich kein Kleid, was für eine Hochzeit passen würde. Und ich möchte mir da einfach ein neues Kleid kaufen, und das ist meine Ausnahme. Was ist sonst noch erlaubt? Dinge auszuborgen ist erlaubt. Also wenn ich ein neues Buch möchte, dann kann ich es mir entweder bei Freunden oder in der Bücherei ausborgen. Dann ist es auch erlaubt, Kleidung auszuborgen, wobei ich eigentlich nie Kleidung irgendwo ausborge. Aber ich könnte das mal ausprobieren, also dass ich irgendwo in einem Shop oder so Kleidung ausborge. Also das wäre auch erlaubt.
Und wie schon erwähnt, möchte ich Dinge zuerst aufbrauchen, bevor ich sie neu kaufe. Das gilt nicht nur für Kleidung und Kosmetik, sondern auch für Dinge wie Stifte oder Putzmittel. Ich möchte auch Vorräte aufbrauchen, also das ist auch ein bisschen mein Ziel, dass ich so Schrankleichen, sagt man das auch bei Küchenvorräten, dass ich die auf jeden Fall auch mal aufbrauche. Zum Beispiel ist es sehr oft bei mir so, dass ich irgendwie für ein Gericht was kaufe. Irgendwelche Dinge, die man dann einmal verwendet für ein Gericht und sie dann nicht aufbraucht und dann stehen 100.000 Vorräte im Schrank. Da möchte ich ein bisschen versuchen, das aufzubrauchen, damit da nicht irgendwas schlecht wird und dass da auch wieder mehr Platz herrscht. Pro Monat ist ein Joker erlaubt. Das heißt, ich darf pro Monat ein Ding kaufen, wenn es unbedingt sein muss. Ich strebe es an, dass ich nichts kaufe, aber wenn es so ist, dann ist es okay. Also ein Joker pro Monat ist okay. Dafür muss ich dann aber mindestens zwei Dinge aussortieren. Also wenn ich ein neues Ding kaufe, muss ich zwei aussortieren. Ich glaube, das maßregelt mich dann schon auch ein bisschen. Im Zuge des ganzen Experiments möchte ich natürlich auch weiter ausmisten, also wie ich das eh immer handhabe. Es gibt ja monatliche In-and-Out-Listen bei mir, wie ihr wisst, wenn ihr mir schon länger folgt. Da dokumentiere ich immer monatlich, was ich ausmiste und was neu dazukommt. In diesem Fall wird hoffentlich nicht mehr viel neu dazukommen, außer es wird eben was kaputt oder leer. Also die Liste wird weitergeführt und es wird weiter ausgemistet. Des Weiteren möchte ich eine Wunschliste führen. Das heißt, wenn ich mir etwas wünsche, dass ich gerne in diesen 6 Monaten kaufen würde, aber es nicht tue, dann schreibe ich es mir auf und zwar aus dem Grund, damit ich dann nach diesen 6 Monaten sehen kann, okay, das habe ich mir damals gewünscht, steht das immer noch auf meiner Wunschliste, möchte ich das immer noch haben oder wäre das nur ein Impulskauf gewesen oder nur etwas, was vielleicht gerade zu diesem Zeitpunkt modern war und jetzt eigentlich gar nicht mehr modern ist und ich es eigentlich nicht länger als 6 Monate gebraucht hätte. Also das ist so das Ziel hinter der Wunschliste. Ich bin gespannt, was da dann alles draufsteht. Beim letzten Video habe ich euch gefragt, ob ihr euch regelmäßige Updates wünscht von diesem No-Buy-Versuch und ihr habt dem zugestimmt. Also wird es auch schätzumativ so monatlich bis alle 2 Monate ein Update geben und dann werde ich auch auf diese Wunschliste regelmäßig eingehen. Der nächste Punkt ist, dass ich gerne Dinge versuchen möchte zu reparieren, zum Beispiel wenn an einem Kleidungsstück etwas kaputt wird, aber auch bei anderen Gegenständen wie Elektronik, Möbel und so weiter, also alles was irgendwie kaputt werden kann, dass ich da zuerst versuche es zu reparieren oder reparieren zu lassen, bevor ich dann das ersetze oder es neu kaufe. Wenn ich etwas neu kaufen muss, weil es kaputt wird und ich es ersetzen muss oder ich einfach irgendwas brauche, was dringend notwendig ist, dann möchte ich zuerst drauf schauen, dass es entweder Secondhand ist, fair produziert ist, regional ist, auch möglichst verpackungsfrei und plastikfrei ist. Das sind so ein bisschen die Kriterien, an die ich mich halte, also dass ich möglichst versuche, in erster Linie gebraucht zu kaufen und dann checke ich die anderen Punkte durch und überlege mir, ob es vielleicht eine nachhaltigere und bessere Alternative dazu gibt. Die Vorteile eines No-Buy-Versuchs sind in erster Linie mal, dass man kein unnötiges Zeug anhäuft. Dann spart es natürlich auch Geld. Es ist gut für die Umwelt, weil man weniger konsumiert. Man lernt es, Dinge wertzuschätzen und bewusster zu konsumieren. Und dadurch, dass man weniger anhäuft und vielleicht gleichzeitig noch ein bisschen ausmistet, wird auch die Wohnung leerer. Und dadurch schafft man erstens Platz und zweitens spart man sich viel Zeit beim Putzen, wenn nicht mehr viel herumsteht. Also das ist ein klarer Vorteil für mich, denn ich bin kein Putzfan. Und es ist immer gut, wenn weniger herumsteht, was verstauben kann und was man aufheben muss, weil man irgendeine Oberfläche abwischen muss. Das war's jetzt mit den Regeln für meinen No-Buy-Versuch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal einen No-Buy-Versuch probiert habt. Und falls nicht, dann macht gerne mit. Ich habe damit eigentlich schon vor ungefähr 2 Wochen gestartet, aber bei mir geht das jetzt eben 6 Monate lang, sprich bis September. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und hinterlasst einen Kommentar. Das hilft mir und dem Video immer sehr. Und abonniert auch gerne meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.